Zurück bei The Living World. Ja, das Leben nach, was wäre das Leben ohne Abenteuer? Und es ist heute Zeit, Waltons, Whitey Walton und Pinky Jasmine zu besuchen. Und was ist das Bestreben dieser beiden? Ja, eine einfache Verbrecherkarriere ist natürlich nicht der Sinn und Zweck. Und darum habe ich eine wunderschöne Mod gefunden, die ich reingepackt habe. Und ich hatte sie mir kurz angeguckt. Es bringt ein bisschen, ja, sagen wir mal, Würze ins Spiel, nicht wahr? Denn wenn man zwielichtiger Charakter ist, muss man natürlich auch ein Geschäft haben, was natürlich auch was abwirft. Und darum habe ich die wunderschöne Drogenmod installiert. Wir schauen uns das jetzt mal an, ob das was taugt. Ne? Und ja, dann machen wir aus Whitey und Pinky natürlich die absoluten, ja, Versorger für alle, die es benötigen, nicht wahr? Und wer steht hier nackt im Regen? Alter, was ist mit dir? Das fängt ja gut an. Ja, der gute Mann steht nackt im vorm Haus und duscht im Regen. Ja, so viel dazu. Ja, das ist der gute Whitey Walton. Was macht sie denn? Sie steht hier und denkt über den Ernst des Lebens nach. Aber natürlich muss Geld verdient werden. Denn die beiden haben keine Jobs. Wie haben sie sich kennengelernt? Ja. Gemeinsame Interessen haben sie zusammengeführt. Sie stehen beide auf das große Geld. Und darum wird jetzt erstmal... Welche Bedürfnisse hat sie denn? Keine. Auf jeden Fall haben sie ein schickes Häuschen. Okay. Warte, wir müssen mal kurz... die schläft natürlich allein. So, das ist ihr Bett. So. Die sind ja kein Paar. Ja, die sind kein Paar. Die wohnen nur zusammen. Die teilen sich die Bude. Weil sie beide das Bestreben haben, groß, mächtig und reich zu werden. Und darum hat Walton folgende Idee. Erstmal eine glückliche SMS verschicken, einen Schirmständer kaufen und eine Waschmaschine kaufen. Eine Waschmaschine kaufen. Waschmaschine, das macht natürlich Sinn, ne? So. Ja, wie gesagt, wir wollen gar nicht lange rumschnacken. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass die gute Pinky ein bisschen unwohl ist, weil es regnet. Und warum gehst du da nicht einfach ins Haus? Das macht doch viel mehr Sinn. So. Kennt sie denn schon jemanden? Hat sie denn den... Nein, sie kennt nur den Walton. Nur Whitey. Von daher ist es jetzt an der Zeit, ein wenig in der Gegend herum zu recherchieren, wer könnte denn interessant für uns sein? Und darum begibt sie sich auf eine wundervolle Reise, weil... Oh, Fibner. Nein, sie fährt alleine. Sie hat erfahren... Nein, nicht mit Walton reisen. Wir wollen nicht mit Walton rein. Ach so, nee, sie heißt ja auch so. Ja, alles klar. Sorry, mein Fehler. Mein Fehler passiert nicht nochmal. So, jetzt hätte ich ihn ausgewählt. Und jetzt sind wir allein unterwegs. Alles klar. So, wir müssen natürlich erstmal Kontakte knüpfen. Und wir haben gehört, in dieser finsteren Ecke lebt ein Dampfkopf. Und den besuchen wir jetzt mal. Der Dampfkopf kann uns versorgen mit dem richtigen Zeug, das wir brauchen. Und darum wollen wir mal gucken. Er hat das Bild eines Kochs am Haus. Hier muss sie richtig sein. Ah, also geht sie einfach mal sich freundlich vorstellen. Hallöchen.
Jambo. Wunder. So, so. Ja, wie geht's so? Ein kaum mehr vor. Becken euch, Juna. Wir müssen ein bisschen quatschen. Ja, pass mal auf, ich hab gehört. Du bist toll im Spielen. Er ist der Drogendealer. Das ist gut. Ja, deshalb bin ich hier. Damit die Sonne aufgeht, würde ich gerne was von dir kaufen. Über letzte Party reden. Nee, und hier ist die Erweiterung. Drogen. Wir wollen Drogen kaufen. Aber wir haben natürlich überhaupt kein Geld. Für Gras. Wieso haben wir überhaupt kein Geld? Verdammt. Wir haben keine Kohlen. Was haben wir denn hier? Kokain. MDAs. Einstellung? Autonomer Drogenkonsum. Ah, man soll sein eigenes Zeug ja nicht nehmen, ne? Okay, gut. Wir müssen Geld verdienen. Das ist nicht gut. Was machen wir denn da? Ist der... Kann ich jetzt hier reingehen? Nee, der hat mich nicht. Wieso werden wir immer mehr Freunde? Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Wieso klopft sie von draußen? Ja, pass mal auf, hast du vielleicht einen Kredit oder so? Okay, wir haben kein Geld. Das habe ich nicht bedacht. Da hatte ich nicht drauf geachtet. Wir müssen erstmal Geld verdienen. Was haben wir denn hier? Hat er einfach da was liegen? Klauen können die nicht. Das ist der Punkt. Er wohnt aber sehr spartanisch, der Weedy. Okay, ich komme wieder. Wir müssen erst ein bisschen Geld verdienen. Aber wie machen wir das am besten? Wie machen wir am besten etwas Geld? Wir gehen erstmal zurück nach Hause. Der perfekte Start in die Karriere eines Drogendealers. Wir haben kein Geld. Hallo, ich würde gerne was kaufen, aber ich habe kein Geld. Oh, Alter, das ist der perfekte Start. Ja, und das lassen wir auch so. Das wird gar nicht groß verändert. Oh, könnten wir das hier verkaufen? Nee, das können wir nur bewundern. Im Baumodus könnten wir das Auto verkaufen. Aber, Was haben wir denn hier so rumstehen? Fisch kaufen. Nee, wir müssen was verkaufen. Was ist denn über? Was brauchen wir denn nicht? So fängt sie mich an. Du verkaufst dein Zeug. Was wollen wir denn hier für kriegen? 18 Meolions, das ist echt nicht viel. Ja gut, die haben schon eine schicke Hütte, ne? Die Frage ist natürlich, wie wird das bezahlt? Und darum müssen wir ganz schnell Geld machen. So, was kostet der denn? 128. Der kann erstmal weg. So, was haben wir noch? Blumen. Bringt nichts. Bringt nicht viel. Die Staffelei, die braucht auch keiner. So. Jetzt haben wir 499. Reicht das schon? Ich weiß nicht. Ich weiß die Preise leider nicht. Die schwanken ja auch jeden Tag. Was haben wir hier? Geschnitzte Gitarre. Kann auch weg. So, jetzt sollten wir aber erstmal genug Geld haben, ne? Wunderbar. So, und jetzt reist sie erstmal wieder. Was hat sie denn? Och, sie ist immer noch unwohl, weil sie nass ist. Weißt du was? Wechsel doch einfach mal die Klamotten. Das ist ungemütlich.
Also zieh mal hier was Passendes an fürs Wetter. So. Und jetzt reisen wir zurück. Jetzt gehen wir nochmal was kaufen. Hey, Thomas, hast du noch Zeit? Ich wollte nochmal eben vorbeikommen. So. Zurück zum Dealer. Weil, so wie ich das gelesen habe, müssen wir von ihm kaufen, dann müssen wir uns mit ihm gutstellen, dass wir auch das Geschäft hier aufziehen dürfen können. Denn wir nehmen ihm ja praktisch Kunden weg. So. Hi, ich bin's wieder. Ich würde gerne was kaufen. So. Ich würde gern Gras kaufen. A Purple Haze, das bringt was. Dag, Dag. Ah, hast du was? Doyum. Gel. Boah, das ist aber viel. Camus Band Trip. Chefflet. Süßigkeiten für Erwachsene. Wavu. Ruskan Lampima. Muchi Pichi? Batanabe. Ja, wir quatschen noch ein bisschen, ne? Ein bisschen Geschäftsbeziehungen pflegen. Es geht natürlich nur ums Geld, weißt du. Ja, ja. Waga Fruge. Warba Quess. Ich verstehe. Nurchel Quosenex. Ja, ich hatte vor ein paar leckere. Wessa Boo Muchi Pichi. Nivo Laba. Zafis Muchi Pichi. Fenjip. Buna Wibis. So, nach Karrierefragen. Shibi Yaba. Und weiter kennenlernen. Dabishi Sleckam. Ah, Weedy Sauberslos. Warum denn nur? Wie kann er sich denn hier sein Leben leisten? Ah, Brihe Ganib Benu. So. Nilsi. Alles klar, wir sind fertig mit Reden. Ich schnomme noch eben schnell Käsecracker. So. Käsecracker in der Schale. Ich esse erstmal eine ganze Schale Käsecracker. So, wunderbar. Was liest denn der Mann? Pudding im Orbit. Okay. Alles klar. Okay. Oh, yes. So, und wenn sie aufgegessen hat, geht's wieder zurück nach Hause. Lass mich kurz mal in mein Inventar gucken. Na, was haben wir denn da? Ah, Purple Haze. Den öffnen wir mal. Das stört ihn überhaupt nicht, dass ich hier sitze und esse. Das ist schon mal gut. Was haben wir da für ein Buch bei? Problemscheune. Ja, komm, iss schneller. So, ich lese jetzt hier, ne? Du könntest jetzt einfach mal gehen, oder? Was hältst du davon? Ja, alles klar, ich bin auf dem Weg. So, zeig mir her. Was haben wir jetzt hier? Cannabis. Purple Haze liefert eine verträumte Euphorie, die Kiffer in ihre psychedelischen Blütezeit zurückführt. Ja, und das müsste ich doch eigentlich... Ich glaube, das kann ich nur rauchen, ne? Wie kann man das denn pflanzen? Juppa. Alles klar, wir gehen erstmal nach Hause zurück. So, ich bin dann mal weg, ne? Tschüss. Was ist denn da los? Was läuft denn da rum? Henriette Anna Schlawutke. Und? Luna, wer hab hier?
Wer nennt denn sein Kind Henriette Anna? Geil, sehr geil. So. So, wo ist Pinky? Ah, Pinky ist auf dem Weg nach Hause. Sehr gut. So, jetzt erstmal die Geschäftsidee mit Whitey durchgehen. Was macht er denn? Mit sich selbst reden. Pass auf, du, ich hab eine super Geschäftsidee. Yanabi. Dag dag. Verkaufen. Shilo Panive Baima. Aber wir können doch nicht verkaufen. Dafür müssen wir uns erst mit unserem Dealer gut stellen. Jetzt lass mich mal eben kurz was ausprobieren. So, das hier ist unser Hinterhof, ne? Okay, warte. So, nehmen wir mal an. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert, weil ich meine, wir müssen die Samen kaufen. Wir brauchen Pflanzkübel. So, nehmen wir mal hier so einen billigen. Den stellen wir mal hier so hin. So. Nee, stimmt, das geht nicht. Okay. Das heißt, wir müssen, wir haben ja jetzt einmal gekauft. Und das bedeutet, wir investieren jetzt unsere letzte Kohle. In Samen. So. Wunderbar. Aha. AK-47. So. Demnächst wird sich natürlich Whitey um das Geschäft hier kümmern. Aber man muss ihn ja natürlich erstmal auf die Idee bringen, dass das gut wächst. So, mach Wasser drauf. Mach Wasser drauf. Entspannen und sanft werden lassen. Dieses Cannabis sorgt für ein anhaltendes, fröhliches Gefühl. Sommer und Frühling. Ja, hör mal. Ist immer noch Frühling. So. Würdest du das jetzt bitte gießen? Ah, haben wir ja ein kleines Problem. Auf Toilette müssen wir auch. Gehen wir dann. Er steht hier in der Ecke. Er kommt nicht mehr aus der Ecke raus, oder? Ah, warum hat er sich denn schon wieder weggehangen? Wie kommt die da hin? Sehr merkwürdig. So, ist das jetzt bewässert hier oder nicht? Ja, ist. Okay, alles klar. Es hat nur kurz gehakt. Ja. Whitey, wie hast du das hingekriegt? So. Nimm dir erstmal ein Buch. Disco-Nickerchen.
So, pass mal auf, Whitey. Ich habe hier eine Geschäftsidee, die ich dir unterbreiten möchte.